So, weiter geht's mit dem Qualifying hier aus Bahrain. Oh Gott, nein. So. Dann fahren wir mal raus. Checks complete. We're ready. Ich bin direkt in meiner Auto, super. Oh, Alter. Warum bremst du denn so früh? Ja, dann fahr vorbei. Genau, und jetzt kriegen wir eine scheiß 5 Plätze, weil er uns ins Auto fährt. Geil. Ah, das geht schon wieder gut los. Da müssen wir von ganz hinten starten, mal gucken. Schauen wir, was wir jetzt können. Ich vermute, dass wir dann tatsächlich ganz am Ende des Feldes stehen. Hamilton 26,9. Keine Zeit, wo wir drankommen werden. P3. Ja, 3 Sekunden hinter dem Mercedes, das ist natürlich hart. Ja, da muss nochmal eine Zeit gesetzt werden. There's only one lap of fuel remaining. Mm-hmm.
Fahrer vor mir. Ocon is ahead of you. Their best lap time is a 1:28.4. 8:4. Das sind 1,5 Sekunden jetzt gerade, die war auf jeden Fall irgendwie. Oh, die Zeit kriegen wir hier nicht hin, die kommt man nicht ran. Ja, vielleicht kriegen wir doch noch die 28er Zeiten geknackt. Fahrer vor mir. Kvyat ahead, their best lap time is a 1:28.6. Ist auch mal eine halbe Sekunde. Dann P9. Da hätte jetzt mein Teamkollege kommen, die ich jetzt alle ziehen lassen muss. Platz 10. Raus aus den Top 10, das ist aber auch klar. Und wir stehen tatsächlich Gott sei Dank noch von dem Mars. Fahrer hinter mir. Magnussen behind. Their best lap time is a 1:29.3. Jetzt haben wir sogar zufrieden. Ich würde sagen, ich bin mit der 15 so unzufrieden. So. Ja, 14. momentan. Sieht auch die Zwischenzeiten aus. Ja, vor den Haus, das ist gut. Das gefällt mir sogar. Aber gut, was der Teamkollege macht.
Wir warten jetzt noch 2 Minütchen. Dann fahren wir wieder raus. Da fahren wir nochmal raus mit dem neuen Satz Reifen. 60 momentan nur, das heißt, wir wären auf 21. So far our fastest lap is a 1 minute 29.1. Standing by. So. Dann schauen wir nochmal, ob wir was rausholen können. Fahrer vor mir. Raikkonen is ahead of you. Their best lap time is a 1:29.0. Na, mal gucken, vielleicht kriege ich den Wagen vor mir kassiert. Wir haben mal wieder da zusammen, wie wir in Australien auch im Ziel gefahren sind. So, schauen wir mal. Auf geht's. We've only got 2 laps of fuel left. Viel zu weit rausgekommen, das war's dann schon. Außer, wenn sich die Runde noch zaubern. Thanks.
Und ohne uns fahren. Ja, jetzt ist vorbei. Es wird jetzt verbessert, schade. Zeit ist jetzt schon wieder kaputt. Na, ja, dann wird das halt nur 21. Wenn nicht sogar letzter. Dann brechen wir hier ab. Wir sind alle bereit für das morgige Rennen, aber bevor es losgeht, werfen wir einen kurzen Blick auf die vorderen Plätze der Startaufstellung. Hamilton, Bottas und Max Verstappen. Damit ist das Qualifying beendet, aber seien Sie unbesorgt, wir sind schon morgen zurück mit dem eigentlichen großen Preis. Wir sind noch nicht mehr. Ja, meine sogar auf 19, ja gut. Hätten wir hier am Ende gestanden. Naja, wichtig. Scheiße. So, na gut. Tja, leider haben wir ein paar Gridstrafen erhalten. Ungerechtfertigt. Hinten, als du vielleicht erwartet hättest. Wie schlimm es genau sein wird, hängt noch von den anderen Fahrern ab. Ja, schauen wir mal. Wir sehen uns dann morgen wieder zum Rennen.